Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Klasse Zuspiel. Tja, ein Versuch, was wär's. Könnte was werden. Ja, doch noch abgefangen. Jetzt sollen die Gäste verstärkt auf Abseits spielen, wenn ich das richtig beobachte. Ja, Manni, scheint so zu sein. Hoffentlich haben sie das genug trainiert. Das ist eine knifflige Angelegenheit. Mehrere freie Mitspieler in der Mitte. Das muss es sein! Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Chance. Nein, wie knapp ging der übers Tor. Was für ein Kopfball. Marco Reus. Götze. Schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Blażikowski bewegt den Ball. Van der Vaart. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Etwas zu unkonzentriert hier. Toller Pass. Toni Kroos. Blindes Verständnis hier. Jetzt beeilt euch mal. Da ist ein schöner Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Wo war er mit den Gedanken? Schon in der dritten Halbzeit? Götze? Ich freue mich schon auf die Dribblings und auf die Übersteiger. Er kann einfach alles mit dem Bällchen. Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und da geht er vorbei. Aber der Pass war wunderbar. Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Alaba. Guter Pass. Müller. Blażikowski bewegt den Ball. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Die Möglichkeit. Kopfball. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Die Schau! Und mit dem Kopf hat er es gemacht. Götze. Und jetzt versuchen sie, sich freizulaufen. Der Abwehrspieler blockiert den Ball. Kollegen helfen ihm schön. Ein Traumpass. Und der Angriff abgefangen. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Und schon wieder eine Grätsche. Pischek. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Das sieht gut aus. Und jetzt haben sie die Chance. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner hat den Ball schon wieder. Sicher in der Ballbehandlung. Eigentlich müsste er jetzt über die linke Seite gehen. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch, der Gegner ist wieder am Ball. Ja, so kann es weitergehen. Heieiei, das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Muss Einwurf geben. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Müller. Auf rechts sieht es vielversprechend aus. Ein herrlicher Pass. Ja,
und im Defensivverhalten nach wie vor aufmerksam. Jetzt greift er ihn an. Und Achtung, genau hingeschaut. Wunderbar herausgespielt. Souverän abgewehrt. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Und jetzt ist er wirklich enttäuscht, wie weit dieser Ball über das Tor fliegt. Jetzt ist er ganz frei durch. Mein lieber Mann, da hat die Abwehr aber Glück gehabt. Der war schon auf und davon, aber auf Abseits entschieden. Und auch hier in dieser Situation bekommen wir den Beleg, Schiedsrichter sein ist schwer. Und das macht er richtig gut. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Und nun Jefferson Fafa. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und Achtung, der könnte passen. Das ist immer schön, das ist immer demoralisierend für den Gegner. Der war ja praktisch gar nicht mehr da. Ja, ja, das ist genau das. Die hatten schon abgeschaltet und wenn du dann nochmal nachsetzt, so wie hier, dann hast du diesen berühmten psychologischen Vorteil. Klare Sache, Einwurf. War netter. Ja, der Pass kommt an. Keine Anspielstation. Gar nicht so schnell gucken, schon wieder ein Tor. Ja, das ist dann wohl der Doppelschlag. Unglaublich. Was für eine Distanz und was für ein Tor. Traumhaft. Pichet. Das war schon immer ein trügerisches Ergebnis, aber es sieht komfortabel aus. Halbzeitstand 2:0. Das war schon eine schlimme Verletzung in dieser ersten Halbzeit, Buschi, aber das hat auch mit dem Wetter zu tun. Ja, und da ist es wirklich die Frage, Manni, ob man unter diesen Bedingungen, auf diesem Untergrund überhaupt anpfeifen sollte. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Van der Vaart. Sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann. Jetzt zeigt es der Trainer an, die Gäste sollen den Druck nach vorne erhöhen. Aber das ist sehr, sehr kraftraubend und bietet den Versuch, Speckhoff und Tor. Da guckt ihr das an, wie er das macht, wie er da reinhängt, unglaublich. Das ist ein absolutes Traumtor und das musst du erstmal machen. Und jetzt sind hier alle aus dem Häuschen. Völlig zu Recht, ein super Kopfballtor. Ganz sicher hat er das gemacht. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ein wunderschönes Zuspiel. Mit dem Kopf. Gut blockiert vom Verteidiger. Und die Kugel rauscht ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Alaba. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Und der kommt genau an. Er könnte jetzt nach rechts außen abspielen. Das hat er stark gemacht. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Versucht's mit dem Kopf. Jawohl, der fliegt genau in die Arme des Torhüters. Nuri Sahin aber. Pichet. Er grätscht ihn an. Stark
gemacht. Alaba. Ein sehr schöner Pass. Gute Flanke. Nimmt ihn mit dem Kopf. Kommt was auf uns zu. So zerstört man das. Ja, der Ball war im Tor. Das kann passieren. Es war eine schöne Ecke, aber dann Ballbesitz für den Gegner. So sieht ein Pass aus. Ja, das ist nicht nur Teamwork. Das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Piszczek. Toni Kroos. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Götze. Da freut sich der Trainer. Klasse Vorlage. Schön mit dem Kopf. Und der ist drin. Also wir wollen den Pfad der Gerechtigkeit nicht verlassen, aber dieser Torwart hat keinen guten Tag heute. Ja, das ist Verunsicherung pur, auch bei diesem Gegentor wieder. Aber ganz ehrlich, überraschend kommt das nicht nach dem, was wir bisher in dieser Partie gesehen haben. Ja, das ist einfach super gemacht. Genau gesehen, wo die Kugel hinkommt, im richtigen Moment hochgestiegen, genau platziert, ein Traumtor. Auch dieser Ball von ihm kommt. Jetzt schießt er und... Er hält doch tatsächlich diesen Ball. Ja, und wir müssen da ein bisschen mit Spott reagieren. Denn jetzt ist er vorbei. Bitte rein. Ja, das gibt den Eckball. Ja, ja, so geht's auch. Müller. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Jetzt müsste er flanken. Tolle Flanke. Im Zweikampf den Ball geholt und nun Attacke. Achtung, lässt. Da war ordentlich was dahinter, hinter diesem Schuss. Aber der Torhüter, er ist da. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Auch unter Druck, absolut ballsicher. Das sieht gut aus. Sauber geklärt. Sicher in der Ballbehandlung. Die Kollegen helfen ihm schön. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Schon wieder Eckball. Und auf der Linie gerettet. Toll, er sucht den Abschluss. Und... Oh! Tja, was soll man da jetzt noch sagen? Gar nichts. Das ist nicht das Spiel des Torhüters. Unfassbar schlechte Leistung, ganz klar. In dieser Partie kann man reinen Gewissens von einer einseitigen Begegnung sprechen. Nochmal die Führung ausgebaut. Bisher haben sie hinten nach den Eckbällen gut gestanden. Hier gibt es einen Eckball nach dem anderen. Und so sind die Eckbälle bis jetzt verteilt. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball.
es für den Sieger nicht ausgehen. Endergebnis 4:1. Guck dir das Ergebnis an und dann weißt du genau, was hier gelaufen ist. Ich würde von einseitig sprechen.